Hallo und herzlich willkommen, liebe Fotofreunde, zu einer neuen Kameravorstellung auf Usedom. Und passend für Usedom habe ich eine wasserfeste Kamera mitgenommen. Und sie ist so gelb, dass sie in jedem Werbevideo auch nochmal tausendmal mit gelb gekleideten Leuten natürlich. Es ist eine Minolta, es ist die Minolta Weathermatic 35 DL. Neben dem gelben Design ist das wichtigste Merkmal dieser Kamera die 5 Meter tiefe Wasserfestigkeit. Sieht man auch hier schön an den großen Gummiapplikationen, dass man das unter Wasser halten kann. Der große Blitz, der leider nicht deaktivierbar ist, aber hoffentlich unter Wasser eine gute Figur macht. Daneben seht ihr natürlich hier das Sucherfenster und alle möglichen Sensoren. Oben den Auslöseknopf, auch schön in gelb. Und hier kommt mir zu einer ersten Besonderheit neben der Wasserfestigkeit. Zum Objektiv, denn es kann 2 Brennweiten, ist aber nur ein Objektiv. Man kann zwischen 35 und 50 mm mit dem Lens Select Schalter wechseln und somit die Brennweite verstellen. Angetrieben wird das Ganze mit 4 AAA Batterien oder wahlweise einem Batterieblock, der da reinpasst. Ich habe gehört, dass es Kameras gibt, die nur diesen Batterieblock können. Da würde ich aufpassen beim Kaufen. Ich hatte bis jetzt 2 und die haben immer die Batterien so gekonnt. Und natürlich ist das auch wasserfest. Verwenden könnt ihr eigentlich jeden Kleinbildfilm. Das Problem an dem Ganzen ist, die Kamera hat einen DX-Reader für die automatische Belichtung, kann aber nur zwischen ISO 400 und ISO 100 entscheiden. Wenn ihr diese einlegt, kein Problem. Wenn ihr aber jetzt hier, wie ich gleich machen werde, einen ISO 200 Film einlegt, dann ist die Kamera natürlich zu doof, um zu erkennen, ah, das ist ein ISO 200 Film. Und deswegen belichtet sie, als ob das ein ISO 100 Film ist. Also überbelichtet um einen Stopp. Das habe ich auf YouTube aber auch bei vielen gesehen, die das gemacht haben, vor allem mit dem Kodak Gold, den ich jetzt kaufen werde und später auch nochmal einlegen werde, hier mit der sexy Kodak Maske. Ihr wisst eben, ISO 400 und ISO 100 sind eigentlich die einzigen ISO, die die Kamera proprietär erkennen kann. Einlegen ist natürlich ganz normal, wie eigentlich jeder Point-and-Shoot-Kamera auch oder elektrisch angetriebenen Analog-Kamera. Es ist eigentlich auch egal, ob ihr jetzt den On- oder Off-Button anhabt, die Kamera zieht automatisch alles ein. Ihr macht hier an der Seite den Hebel nach unten und dann ploppt auch das Ganze nach hinten auf und ihr seht die schöne wasserdichte Innenseite der Kamera. Dominant ist dann nämlich diese Klappe vor dem Belichtungsfeld, klappt einfach nach vorne, dann müsst ihr den Film einfach rechts einlegen, das kann manchmal ein bisschen stören, und dann zieht ihr den Film nach links, legt ihn einfach links, ganz ganz links, da ist auch nochmal eine Beschriftung, rein und ja, das war es auch schon beim Reinlegen. Dann macht ihr, wenn ihr sicher seid, dass auch dieser Deckel angepresst ist, hinten zu, dann macht es ein elektrisches Geräusch. Und ihr seht, der Film wurde automatisch aufgespult und ihr seid ready to shoot. Auch nicht zu unterschätzen ist das optionale Zubehör. Wie hier seht ihr den aufgesteckten Sportsucher, der vor allem praktisch ist, wenn man unter Wasser ist, mit einer Schwimmbrille und nicht den normalen Sucher benutzen kann. Häufiger verwendet habe ich auf jeden Fall die Patronenhalter, in denen ihr 2 Filmpatronen auf Reserve mitnehmen könnt. Und die Tasche, denn in die Tasche passt alles praktisch rein. Und ihr könnt sie wunderbar stylisch mit zum Strand nehmen, was wir im Folgenden auch machen werden. Hier bin ich im perfekten Ostseestrand-Outfit und man sieht, man kann die Filmpatronenhalter wunderbar an den Kameragurt festmachen. Doch bevor ich zum Strand gehe, musste ich ja noch den Kodak Gold kaufen und da ist mir beim Rausgehen aus dem Geschäft ein Kuriosum für alle kleinen Mädchen unter uns aufgefallen. Fuck. Aber back to business, den Kodak Gold einlegen und Point-and-Shoot-mäßig gleich den ersten Film abdrücken, ohne Einstellungen. Und das Haus, in dem ich gewohnt habe, auch abgeknipst. Oh.
und gleich wieder am Strand. Wir müssen ja auch unter Wasser gehen, was ich jetzt machen werde. Aber leider ist die Ostsee jetzt nicht so faszinierend, unter Wasser zu fotografieren. Da ist der Anleger hier, den ich fotografiere, viel, viel spannender. Aber ich muss ja zeigen, dass es geht, und es geht auf jeden Fall. Denn wir tauchen jetzt ab. Auf jeden Fall mit klarem Wasser sauber machen, nach einem Salzwasserbesuch vor allem, damit die Kamera lange hält und auch die Dichtungen und das Material nicht angegriffen wird, und trocknen. Ja, beim kurzen Überhören an der Ostsee dachte ich, der Wind ist nicht so schlimm, aber man versteht eigentlich fast gar nichts, und das will ich euch auch nicht antun. Hier nur einfach ein kurzes Fazit an dieser Stelle, während ihr mich noch labern seht im Vordergrund. Die Kamera hat, wie ihr sicher gesehen habt, seine Schwächen. Das Objektiv ist jetzt nicht unbedingt super knackig, auch nervig im Alltag vor allem, und weshalb sie auch nicht eine alltagsfähige Point-and-Shoot-Kamera ist, einfach der nicht deaktivierbare Blitz. Unnötig ist auch dieser Sportsucher, den habe ich bis jetzt wirklich noch kein einziges Mal wirklich verwenden können. Aber es ist einfach wirklich ein schmuckes Ding, das vor allem am Strand eine schöne Figur macht. Genau, falls euch dieses Video gefallen hat, dann habt ihr bis jetzt wahrscheinlich auch geschaut. Dann könnt ihr gerne kommentieren, ob euch die Kamera gefällt, ob ihr auch vielleicht eine habt. Da bleibt echt nur noch was zu sagen. Abonnieren kostet keine Nieren. Tschüss aus Denver und San Francisco.